Zeit aus dem Wohnzimmer. Grund ist die Quarantäne, in der wir uns befinden, ist der Coronavirus. Und ja, die Klasse soll nicht ausfallen. Deswegen starten wir jetzt hier zusammen. Machen wir uns wie immer einfach erst einmal warm mit den Fußgelenken. Starte. Kreise ganz entspannt dein erstes Fußgelenk in eine Richtung. Kreise dann in die andere Richtung. Versuch das Knie zu fixieren, die Hüfte, und wirklich nur aus dem Sprunggelenk zu kreisen. Zieh dann im Wechsel dein Sprunggelenk an, zieh deine Zehenspitze zum Schienbein und strecke lang vor Spannung auf. Drück die Ferse in den Boden, einmal die Zehenspitzen. Wenn du das 5-6 Mal gemacht hast, halte deinen Fuß mit der Fußspitze lang, setz die Zehen auf und geh in die Dehnung in den Stretch hinein, indem du jetzt dein Gewicht nach vorne auf den Fuß verlagerst, deinen Fußballen etwas abknickst, so eine schöne Dehnung im Spann erzeugst. Für 20 Sekunden halten, dann gehen wir in die Gegenbewegung, setzen die Ferse auf, ziehen uns tief und bringe die Fußspitzen weiter zum Schienbein. Auch hier ungefähr 20 Sekunden. Dann wiederholen wir das noch einmal. Nach dem Wiederholen geht es auf die andere Seite. Hüfte gerade. Aus deinem abgeknickten Zustand. Komm gerade raus. Und erstmal nur das Sprunggelenk zu kreisen. Ganz lang und aufrecht, zieh dich in die gerade Position, Kinn leicht nach innen, leichtes Doppelkinn zur Verlängerung der Nackenwirbelsäule. Wir kreisen anders herum. Auch hier wieder nur aus dem Gelenk. Im Wechsel zieh die Fußspitze an, streck deinen Fuß. Auch hier schau wieder, dass du aus deiner Hüfte rauskommst. Lang. Setz die Zehen auf, etwas Druck nach vorne aus. Knie zieh dich vor, geh in die Dehnung des Spanns. Auch hier ungefähr 20 Sekunden bis dann zum Wechsel, Ferse hoch, lehn dich tief. Stand. Lass uns erstmal nur fallen. Bring im Wechsel die Knie tief, so tief du magst. Entweder auf Hüfthöhe oder in die tiefe Beuge. Brust bei Komfort und streck den Po wieder zur Decke. Noch einmal das Gesäß zur Decke, bring die Füße etwas enger zusammen. Dann roll dich langsam nach oben auf. Wir bereiten die Hüfte vor. Stell dich auf ein Bein, zieh dein Knie leicht nach außen. Dynamischer machen möchtest, komm mit Schwung nach außen. Noch ungefähr 10 Mal wechselst du dein Bein.
jetzt ein bisschen ab, sonst dauert das Video fast eine Stunde. Du kannst natürlich länger in einer Übung bleiben, einfach den Pausenknopf drücken. Auch hier kannst du gerne dynamisch arbeiten. Erst geraus, dann schiebst du dein Knie nach außen, öffnest die Hüfte weit. Stoppst dann ab, stellst dich wieder weit hin. Und wir verbinden die Mobilität mit Kraft. Gehen in die Kosaken Squats, verlagerst dich da zuerst nach hinten mit der Hüfte. Pendelst von rechts nach links mit dem Knie. Ein Bein gestreckt, das andere Bein lang, Brustbein ist aufrecht. Trau dich dann langsam etwas tiefer, verlangsame dein Tempo. Wenn du möchtest, ziehst du deine Hände mit in Richtung Fuß. Tippst kurz auf. Hältst dann irgendwann an. Bringst jetzt deine Fußspitze nach oben zur Decke, setzt deinen Fuß weiter nach außen, kommst mit dem Gesäß komplett tief in den Kosaken-Squat. Wechsle die Seite, Füße erst parallel, dann wieder eine Fußspitze nach oben, den anderen nach außen. Setz dich tief, bring dein Brustbein nach vorne und halte dein Knie außen. Hier ungefähr 10 Mal pro Seite. Nach dem 10. Mal kommen wir in die Mitte zurück und kommen in den Kniestand. Vom Kniestand aus richte dich komplett auf, drücke dein Becken tief, komm in den Hüftstretch. Du kannst dann den Fuß ablegen, wenn es für dich bequemer ist. Wenn du hier gut halten kannst, kommst du nach unten auf deine Ellenbogen. Drückst das Becken weiter tief, die Schultern sind weg von den Ohren. Und du hältst die Dehnung. Auch hier ungefähr 20 bis 30 Sekunden. Dann geht es in die entgegengesetzte Richtung und du schiebst dich zurück. Die Fußspitze schiebt in den Boden und deine Nase geht Richtung Knie. Und du hältst auch hier ungefähr 20 bis 30 Sekunden. Und da hast du 3 Durchgänge. Ehe du die Seite wechselst. Kniestand auf der anderen Seite. Schau erst, dass deine Winkel bei 90 Grad stimmen. Bleibe ganz lang und aufrecht. Schieb dann einmal dein Becken tief. Wenn du magst, hink wieder den Fuß lang. Du kannst hier bleiben, kannst dich auf deinem Oberschenkel abstützen, hauptsache das Knie bleibt außen. Oder du kommst tief auf die Unterarme. Nach 20 bis 30 Sekunden, wo du deine Schultern noch weg von den Ohren ziehst, geht's nach hinten. Fußspitze lang Richtung Boden, Nase in Richtung Knie, lass den Oberkörper hängen. Nächste Übung ist die Froschposition. Wir machen wieder Winkel mit unseren Gelenken. Knie und Sprunggelenk bilden einen 90 Grad Winkel. Du schiebst dich weit auseinander, kommst runter auf die Unterarme. Von den Unterarmen aus schiebst du die Knie noch weiter nach außen. Atme tief ein, zieh die Schultern weg von den Ohren mit der Ausatmung. Schieb dich nach hinten, unten. Platziere dein Gesäß in Richtung Boden. Spür die Dehnung in deinen Beininnenseiten, in deiner Hüfte. Mach ruhig 5 Durchgänge, in denen du belastest und immer wieder mit den Schultern vorkommst zur Entlastung. Belastung nach hinten und mit dem Gesäß. Entlastung nach vorne. Wenn du damit durch bist, komm zurück, setz die Füße rein. Komm einmal in die Entlastung, in die Kindspose. Gesäß nach hinten auf die Fersen. Arme lang und gestreckt nach vorne. Dein Kinn nach unten, dein Kinn nach unten, deine Stirn nach unten, dein Kinn Richtung Brustbein.
die Zeit, die du brauchst zur Regeneration. Und richte dich dann noch wieder auf für den nächsten Übungssatz. Wir arbeiten im Kniestand oder im Fersensitz. Das entscheidest du. Je nachdem, was für dich jetzt bequemer ist. Hier hast du die zusätzliche Dehnung hinten im Sprunggelenk und in den Beinen. Starte mit einem Arm vorne, komm von unten an die Schulter, zieh den Arm weit rum. Atme dich ganz groß, bleib lang und aufrecht. Die andere Seite. Und auch hier machst du so ungefähr 3 bis 5 Sätze, 20 bis 30 Sekunden. Ziehst deine Schulter schön raus aus dem Gelenk, aus der Wange. Eine Stufe weiter, dann gehst du in den Vierfüßler. Der hintere Arm taucht nach vorne durch, das Ellbogengelenk beugt ein und ziehst dich ganz weit rum. Bis zum Seitenwechsel. Die dritte Seite ist die Mitte. Zieh dazu dein Gesäß wieder nach hinten. Krabbel mit den Händen so weit es geht nach vorne. Zieh die Schultern ganz weit raus. Dann hier zur vorderen Seite. Wenn du ganz außen angekommen bist, überkreuzt der hintere Arm den vorderen. Zieh die Schultern schön auseinander. Nach 20, 30 Sekunden der nächste. Block, den du 3 bis 5 Mal durchführen kannst, geht es weiter. Wir gehen in den Rücken hinein. Wir arbeiten dynamisch. Zieh dich zurück, komm nach unten auf die Ellbogen, nach vorne, löse die Ellbogen und dreh dich hoch. Entweder hier in die ganze Kobra oder du fängst erstmal an, indem du dich nur in die Baby-Kobra rollst. Setz die Füße um, Kniedruck nach hinten, komm hoch. Über hinten, unten, auf die Ellbogen, komm nach vorne, löse die Ellbogen, Baby-Cobra oder ganze Cobra. Aus der Dynamik machen wir 10 Bewegungen. Nach der 10. hältst du oben in der Cobra. Bringst dein Becken tief, setzt die Hände noch ein Ticken näher zur Hüfte ran. Schultern weg von den Ohren, Spannung im Gesäß, Pobacken kneifen zusammen. Du drehst dich im Wechsel über deine rechte und über die Mitte, über die linke Schulter. Ungefähr 5 Mal pro Schulter. Setz deine Füße wieder um, druck der Knie in den Boden. Mach dich einmal ganz rund. Komm in den Katzenbuckel. An der Katze, wechsel in die Kuh, schieb dein Gesäß so den Kopf. Einmal durch den Katzenbuckel. Wechsel in die Kuh. Stoppe dann in der Mitte ab. Körpermitte fest, die Schultern nach vorne, Ellbogengelenke nicht überstreckt. Das heißt, wenn du jetzt komplett mit deinem Blutspendeader nach vorne zeigst, dreh diese nach innen, entlasse die Schulter, mach dich ganz fest. Und wechsel dann einmal, dreh deine Hände nach innen ein, Dehnung für das
Handgelenk, Handfläche bleibt komplett unten auf der Matte und du verlagerst dich nach hinten. Sollte sich jetzt die Hand langsam lösen, bleibt etwas weiter vorne, Hauptsache der Handinnenfläche ist auf der Matte. Du ziehst dich nach vorne im Wechsel. Liegestützartige Bewegung, die Ellbogen kommen tief, du kommst in die komplette Streckung nach oben. Auch ungefähr 10 Stück davon. Danach entlaste, indem du deine Handgelenke einmal rausschüttelst. Dann würden noch 2 weitere Sätze mit dem Handgelenksverschieben und den Handrücken-Push-Ups kommen. Löse dich langsam und bequem, Schneidersitz an. Entweder hier oder mit den Füßen zusammen, dass du eine zusätzliche Dehnung hast. Bringst deine Füße zusammen, die Knie nach außen. Machst dich ganz groß und lässt sich dann nur einmal ganz rund werden, ohne dass sich die Sitzbeinknochen von der Matte lösen. Über ein Knie hinweg, entweder mit einem Arm oder du hebelst mit dem zweiten Arm rum, bringst die Wirbelsäule in Rotation und der Blick geht nach hinten über die Schulter. Hier twistest du ungefähr 3-mal pro Seite. Kommst dann zur Entspannung in die Mitte. Lässt die Schultern ganz locker. Nach ein paar Kreisen halte sie hinten unten und bring dein Ohr zur Schulter. Wenn du möchtest, zieh mit der entgegengesetzten Hand etwas Druck raus. Seiten wechseln. Runden kannst du zusätzlich etwas Belastung mit hineinnehmen, indem du einfach nur die Hand auf den Kopf bringst, gar nicht drücken und durch die Schwere der Hand etwas mehr Druck ausüben lässt. Seitenwechsel. Dann lässt du den Kopf nur von der einen Schulter zur anderen kreisen. Vorne mit dem Kinn wieder zurück. Und wenn du das alles durchgeturnt hast, ist die Mobility-Stunde mit der Maus zu Ende. Gut. Nur wie man hätte Paul die ganze Zeit filmen müssen.